Hallo Deutschland, herzlich willkommen. Jetzt im Dezember sind Sie an fast jedem Abend Weihnachtsfeiern. Auch Stefan K. verabschiedet sich in der Düsseldorfer Altstadt von seinen Kollegen und will eigentlich den Heimweg nach Oberhausen antreten. Da kommt er aber nicht an. Jetzt sucht die Polizei nach dem 35-jährigen Kfz-Mechaniker. Selbst für erfahrene Retter ist dieser Einsatz ein besonders schwieriger. Notfallseelsorger stehen für sie bereit. Auf der A6 kracht ein Kleinlaster, wahrscheinlich ungebremst, in einen vorausfahrenden LKW. Die Insassen haben keine Chance. Eine Frau meldet sich bei der Polizei. Sie hat ihre 48-jährige Nachbarin und deren kranken Sohn länger schon nicht mehr gesehen. In der Wohnung entdecken die Beamten dann die Leichen von Susanne E. und ihrem 11-jährigen Sohn Niklas. Unter Verdacht, die beiden getötet zu haben, steht Marc S., der Lebensgefährte der Frau und der Vater des gemeinsamen Sohnes. Heute fiel das Urteil gegen den Mann. An keinem anderen Bahnhof in Deutschland gibt es mehr Gewalttaten als am Dortmunder Hauptbahnhof. Als Reisender, gut zu wissen, als Beamter bedeutet das, immer mit dem Schlimmsten rechnen, wenn man Personen kontrolliert. Nils Grieshammer und Lukas Rydlewski sind nachts auf Streife und werden dabei oft bedroht. Es sollte eine fröhliche Party werden, es wurde ein Albtraum. Bei der Love Parade vor 7 Jahren sterben in Duisburg 21 Menschen. Lange hat es gedauert und die Angehörigen, die haben fast schon nicht mehr dran geglaubt. Aber seit heute stehen Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters vor Gericht. Es ist Freitag und das bedeutet, wir zeigen Ihnen, wo in Deutschland Sie eine lohnenswerte Auszeit machen können. Heute geht's mit unserem Reporter Andreas Korn in seine Heimatstadt. Ein Ort mit vielen schiefen Gässchen, die oft Drehort für Filme sind. Also könnten Sie doch auch direkt Ihren spontanen Wochenendtrip dahin planen, oder? Wir sagen Tschüss für diese Woche, aber am Montag sehen wir uns sehr gerne wieder pünktlich um 17:10 Uhr. Viel Spaß jetzt mit Leute heute, schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.